Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Apollo Justice Ace Attorney weiter. Wir sind mitten in der dritten Episode am ersten Prozesstag und wir versuchen jetzt erstmal den Fall von vorne aufzurollen. Was war eigentlich passiert? Emma hat zusammen mit uns ja die Leiche von Herrn Letoux entdeckt und jetzt hören wir uns erstmal genauer ihre Aussage an, beziehungsweise versuchen mal ja ein bisschen genauer zu erörtern, was da eigentlich an diesem Abend passiert ist. Ich kümmerte mich am Mordabend auf Staatsanwalt Gavins Wunsch backstage um die Sicherheit. Moment mal! Der Mord fand in derselben Nacht wie das Konzert statt, richtig? Ja. Was machte eine Inspektorin unter den Sicherheitsleuten, wenn ich fragen darf? Schließlich handelte es sich doch bloß um ein Konzert, oder? Genau das habe ich mich auch gefragt. Aber Befehl ist Befehl. Sogar wenn er von einem Rockstar kommt. Staatsanwalt Gavin? Ja, wenn ich erklären dürfte. Ich habe mich auf meine Nase verlassen. Und die roch den faulen Gestank des Verrats. An eben jenem Tag, in eben jener Konzerthalle. Verrat? Nun, ist das nicht offensichtlich? Meine Schlüssel. Der Tag war ruiniert. Alles nur, weil jemand meine Schlüssel geklaut hat. Ich konnte weder mit meinem Motorrad zum Auftritt, noch den Gitarrenkoffer öffnen. Jetzt geht das schon wieder los. Könnten Sie sie nicht einfach verlegt haben? Verlegt? Verlegte Gegenstände wandern nicht von alleine in die Hand eines Mordopfers. Wie bitte? Staatsanwalt Gavin, wenn das Opfer Ihre Schlüssel in der Hand hatte, dann macht das Sie zu einem Hauptverdächtigen. Liebe, schleichend und neu, Atroquinen wartet auf dich. Er singt irgendwas. Warum muss bei diesem Typen eigentlich immer alles so übertrieben sein? Der Mord geschah während des Konzerts. Wie ein Seemann trieb ich auf den Wogen eines Ozeans der Musik. Ich wollte jedenfalls nicht, dass noch etwas geklaut wird. Also betraute ich die Beamtin mit der meisten verfügbaren Zeit mit der Aufgabe. Ich verstehe. Das hört sich plausibel an. Für mich nicht. Was meinen Sie mit meister verfügbarer Zeit? Bitte, Ihre Aussage. Heieiei. Aber ich mag es, wie der Richter denkt. Ja, in der Tat. Darauf sind wir eigentlich noch gar nicht eingegangen so richtig. Das tatsächlich, warum hatte Herr Letoux den Schlüssel von Staatsanwalt Gavin in der Hand? Irgendwie ist das sehr strange. Zugegebenermaßen, er hat ein Alibi, dadurch, dass er auf der Bühne stand. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie wirkt das trotzdem seltsam. Nun gut. Zutritt hatten nur Personen, die mit dem Konzertablauf etwas zu tun hatten. Moment mal! Wir wurden trotzdem durchgelassen. Davon wusste ich nichts. Ich habe sie auf jeden Fall nicht eingeladen. Ich habe dem Fräulein eine Sondererlaubnis erteilt. Ich wollte sie wiedersehen. Oh Mann, hast du das gehört? Jetzt sind wir offiziell involviert. Na großartig. Ein paar andere wollten auch noch in den Backstage-Bereich. Die habe ich aber abgewimmelt. Es waren also keine weiteren unerwünschten Personen anwesend. Und dann? Zu Beginn des dritten Sets hörte ich Schüsse. Moment mal! Ich glaube, wir waren gerade in einer Unterhaltung, als wir plötzlich die Schüsse hörten. Sie haben geredet. Ich habe Snackos gegessen. Ah, hey, kein Essen im Gerichtssaal. Und Sie sind sicher, dass die Schüsse aus Lemmy Ryers Garderobe kamen? Ja, absolut sicher. Hey, ich bin hier im Kreuzverhör, nicht Sie. Hier, damit Sie den Mund halten. Ah, danke. Also, was haben Sie dazu zu sagen, Fräulein Sky? Wir waren ganz in der Nähe.
Irrtum so gut wie ausgeschlossen. Bitte nicht gleichzeitig essen und sprechen. Entscheiden Sie sich für eins. Okay, also dann haben der Herr Anwalt und ich die Tür zur Garderobe geöffnet. Ich ging in den Raum, der von lauter Rockmusik erfüllt war, und fand die Leiche. Moment mal! Rockmusik? Und zwar brüllend laut, ja. Wenn Sie Rockmusik sagen, meinen Sie damit vielleicht diese Rock'n'Roll-Musik, die heutzutage so populär ist? Stimmt, als wir die Garderobe betraten, dröhnte Musik mit voller Lautstärke aus der Box an der Wand. Der Sound von der Bühne wird per Lautsprecher in den Backstage-Bereich übertragen. So kann jeder hören, wann sein Einsatz ist. Aber warum so laut? Man hört die Governors nicht mit den Ohren. Die müssen einem durch Mark und Bein gehen. Ich drehe die Backstage-Monitore immer voll auf. Als wir in den Raum kamen, spielten sie gerade Schuldige Liebe, glaube ich. Das machte die Bestimmung des Tatzeitpunktes einfach. Wenn sie die Musik hören konnten. Verfügen alle, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Bühne befanden, über ein Alibi. Mich eingeschlossen. Jedenfalls sicherte ich den Tatort und begann mit der Spurensicherung. Nach eingehender Untersuchung des Tatorts kam als Täter nur der Angeklagte in Frage. Moment mal! Wie können Sie sich da so sicher sein? Wie ich schon sagte, das ergab sich eindeutig aus den Umständen. Passen Sie auf. Wir wissen, dass der Raum nur einen Ausgang hat, diese Tür. Das kleine Fenster lässt sich nur einen kleinen Spalt weit öffnen. Und vor der Tür stand ich. Wie konnte der Mörder also entkommen? Es gibt nur eine Möglichkeit. Den Luftschacht. Ah. Aber der Luftschacht ist viel zu klein. Wer sollte da... Exakt. Sie würden da auf keinen Fall durchpassen. Genauso wenig wie ich. Wenn da jemand durchpasst, dann nur ein Kind. Ein Kind? Wie Sie sich vielleicht erinnern, hatten nur wenige Leute Zugang zu den Räumen. Nur jene, die etwas mit dem Konzertablauf zu tun hatten, waren zugelassen. Und von allen, die etwas mit dem Konzert zu tun hatten, ist nur eine Person klein genug, um als Kind durchzugehen. Der Angeklagte. Der elftes Arpeggio flatterte himmelwärts und verschwand vom Tatort. Aber das ist nur eine Vermutung. Ach ja? Der Raum hat keinen weiteren Ausgang. Sie waren doch da. Sie müssten es doch am besten wissen, Stirni. Und da ist noch ein weiterer unumstößlicher Beweis. Beweis? Welcher? Es wurden Spuren am Luftschachtgitter gefunden. Spuren, die darauf schließen ließen, dass es erst vor kurzem geöffnet wurde. Oh. Oh Mann. Und noch etwas wurde gefunden. Ziemlich eindeutig. Die Fingerabdrücke des Angeklagten, Maki Tobaya. Was? Ruhe! 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 Der Luftschacht war der einzige Ausweg aus dem Raum. Die Fingerabdrücke des Angeklagten wurden auf dem Luftschachtgitter gefunden. Nun, Stirni, welches Märchen fällt Ihnen dazu ein? Nur eine Person hätte durch den Schacht gepasst, durch diese Pforte zum Himmel. Und diese eine Person ist unser Elf. Was siehst du mich an, Apollo? Hey, ich war vorne im Publikum und hab mir die Seele aus dem Leib geschrien. Das war also sein entscheidender Beweis. Durchaus entscheidend, in der Tat. Ich denke, wir haben genug gehört.
Die Darlegungen der Anklage sind ziemlich überzeugend. Der einzige Zugang zum Tatort wurde beobachtet. Was den Angeklagten zur einzigen Person macht, die den Tatort hätte verlassen können. Einfach und eindeutig. Ich denke, wir haben genug gehört, um unser Urteil zu fällen. Sogar wenn ich es nicht so eilig hätte, noch rechtzeitig einen Krankenbesuch zu machen. Ich bin sicher, der oberste Richter wird diese Geste zu schätzen wissen. Unglücklicherweise gibt es keinen Augenzeugen. Aber glücklicherweise hat uns der Täter entscheidende Beweise hinterlassen. Das sollte ausreichen. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Sehr gut. Damit wäre der Fall dann wohl erledigt. Soweit die Verteidigung keine Gegenbeweise vorlegen kann. Die Anklage hat ihre Beweise dargelegt, klar und deutlich. Sollten sie über Gegenbeweise verfügen, sollten auch die besser klar und deutlich sein. Apollo, die haben uns im Sack. Wir müssen uns so schnell wie möglich was einfallen lassen. Ich weiß. Denk nach, wie kommen wir aus der Sache wieder raus? Wir brauchen Beweise oder einen Zeugen, der eindeutig seine Unschuld beweist. Sonst... Herr Justice, können Sie einen Beweis vorlegen, der die Darstellung der Anklage widerlegt? Falls ja, legen Sie ihn jetzt besser, ohne zu zögern, vor. Jetzt kommt's drauf an. Und das so schnell. Wenn ich's jetzt versiebe, dann war's das. Das Gericht verlangte einen Gegenbeweis? Ja. Ich habe keine Beweise. Ja gut, nee, sollten wir besser nicht machen. Wir müssen jetzt irgendwas zeigen oder wir müssen jetzt irgendetwas tun. Die Sache ist halt, wir haben nicht viel. So wie Staatsanwalt Gavin das Ganze beschreibt, es wirkt schon ziemlich eindeutig. Und dass die jetzt da auch an diesem dummen Luftschachtgitter auch noch Fingerabdrücke gefunden haben wollen, das grenzt ja wohl irgendwie an... Also ich persönlich als Strafverteidiger würde jetzt sagen, jupp, okay, er ist schuldig. Tut mir leid, dass ich Ihre Zeit vertrödelt habe. Können wir jetzt Feierabend machen? Aber, na gut, okay, so ist Apollo halt nicht drauf. Da müssen wir uns halt auf das Einzige stürzen, was wir haben. Und das ist die Tatsache, dass wir wissen, aufgrund der Aussage von Herrn Letoux, dass es einen Zeugen gab. Und diesen Zeugen haben wir auch schon mittlerweile gefunden. Der wollte uns gegenüber halt noch nicht so sonderlich viel sagen, aber vielleicht kriegen wir da ja irgendwie noch ein bisschen was heraus. Wir rufen einen Zeugen auf. Staatsanwalt Gavin, Sie behaupten, es hätte keine Zeugen der Tat gegeben. Sind Sie sich da auch absolut sicher? Absolut. Das würde ich bei meinem Beruf als Staatsanwalt schwören. Und bei meiner Hitsingle Atroquinen, meine Liebe. Jetzt geht das schon wieder los. Äußerst schade. Es gab nämlich einen Zeugen. Hoho, im Ernst? Wie sind Sie in den Besitz von Informationen gekommen, von denen die Anklage nichts weiß? Weil nur ich über diese Informationen verfüge. Wie konnte das passieren? Eben gerade noch habe ich mit ihm geredet und jetzt... Er ist noch am Leben. Herr Letoux, können Sie mich hören? Kalt. So kalt. Zeuge. Ihnen ist kalt? Keine Sorge, das wird schon wieder. Hilfe ist unterwegs. Kann nichts sehen. Nicht bewusstlos werden, Herr Letoux. Sagen Sie mir, wer der Zeuge war. Der Zeuge ist... Sirene. Was? Das hat das Opfer gesagt, bevor es gestorben ist? Vielleicht hat es das. Vielleicht aber auch nicht. Was wollen Sie damit sagen? Wir wissen nur das, was Störni behauptet. Das ist keine Zeugenaussage. Vor allem nicht, weil sie vom Anwalt der Verteidigung kommt. Aber das ist die Wahrheit. Er hat das gesagt. Das habe ich Ihnen sogar erzählt. Aber Sie haben mich anscheinend komplett ignoriert.
Ich habe es mir zum Prinzip gemacht, allem nachzugehen, was mir relevant erscheint. Dieser Anfänger meint wohl, er könne mir erzählen, wie ich meine Arbeit zu tun hätte. Genug jetzt. Herr Justice, wir benötigen einen eindeutigen Gegenbeweis. Dieser Zeuge von Ihnen, der der Anklage unbekannt ist. Ich hoffe, Sie haben recht. Falschaussagen ziehen harte Strafen nach sich. Vielleicht eine härtere Strafe, als sie sonst üblich ist? Na, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Nennen Sie uns den Namen des Zeugen, Herr Justice. Ja, die würden uns jetzt quasi doppelte Fehlerpunktzahl geben, wenn wir die falschen Zeugen präsentieren. Ja, gut, aber wir machen das jetzt so, wie Herr Letou es uns erzählt hat. Wir präsentieren die Sirene, Lammy Ryer. Nimm das! Lammy Ryer? Erinnern Sie sich an Herrn Letous letzte Worte. Der Zeuge ist Sirene. Die Sirene. Ah, er meinte die Sirene. Ganz recht. Die Sirene der Balladen. Lammy Ryer. Lammy Ryer war nur während des zweiten Sets auf der Bühne. Sie hatte Zutritt zum Backstage-Bereich. Sie könnte Zeugin gewesen sein. Ich verstehe. Also, Staatsanwalt Gavin? Ich bleibe bei meiner Behauptung. Es gab keinen Zeugen des Verbrechens. Also gut. Hören wir doch mal, was sie selbst dazu zu sagen hat. In Ordnung? Wir unterbrechen das Verhör von Inspektorin Emma Sky. Bitte rufen Sie Lammy Ryer in den Zeugenstand. Lammy Ryer hat in der Mordnacht die Aussage verweigert. Aber heute wird das anders. Heute kriegen wir die Wahrheit aus ihr raus. Mal schauen. Es ist mir eine Ehre, die Sirene der Balladen vor Gericht zu begrüßen. Sehr freundlich. Ah, Sie sprechen unsere Sprache? Ja, das tue ich. Allerdings nicht sehr gut. Es gibt vieles, was ich nicht weiß. Sie sprechen hervorragend. Waren Sie schon einmal hier? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, woher ich Ihre Sprache so gut kann. Und auch nicht, wo ich sie gelernt habe. Was soll das heißen, sie weiß es nicht? Ich wollte sie zuerst auch als Zeugin aufrufen, aber ich hab's dann gelassen. Aus gutem Grund natürlich. Und er wäre? Lammy Ryer leidet an einer Amnesie. Amnesie? Lammy Ryer ist nicht mein echter Name. Ich kann mich allerdings an nichts aus der Zeit erinnern, bevor ich so genannt wurde. An nichts aus der Zeit, bevor ich anfing, auf der Bühne zu singen. Wow, sie ist noch viel geheimnisvoller, als ich dachte. Als umjubelte Sängerin hat Lammy Ryer ein angenehmes Leben. Dank ihres Erfolges hat sie kaum Probleme. Trotzdem möchte ich sie ungern unnötigem Stress aussetzen. Ich verstehe. Ich interessiere mich herzlich wenig für die Vergangenheit anderer Leute. Sie haben von diesem Gericht nichts zu befürchten, Lammy Ryer. Danke. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Ich wurde als Zeugin gerufen? Was könnte ich Ihnen erzählen? Niemand sagt mir, was überhaupt passiert ist. Lammy Ryer, ich will ehrlich sein. Von mir aus hätten Sie hier keine Aussage machen müssen. Dieser junge, großstirnige Gentleman bestand auf Ihre Aussage. Oh. Glückwunsch, Apollo. Jetzt bist du der Böse. Ja. Also, bitte erzählen Sie uns, was Sie gesehen haben. Nun, da Sie schon mal hier sind. Selbst wenn es zu nichts führt, kommen wir so zumindest in den Genuss Ihrer Stimme.
erzählen Sie uns, was Sie am Abend der Tat gesehen haben. Zeugenaussage. Was ich sah. Nun zu dem, was ich gesehen habe. Ich habe gar nichts gesehen. An jenem Abend war ich eingeladen, auf der Bühne zu singen. Das habe ich getan. Nach dem zweiten Set bin ich nicht mehr in den Backstage-Bereich gegangen. Dann wurde ich von der Polizei in Herrn Gavins Garderobe gebracht und sollte warten. Dort wurde mir gesagt, dass etwas passiert ist. Details habe ich aber nicht erfahren. Ich muss sagen, Ihre Stimme klingt sogar beim Aussagen toll. Ich hoffe, er war zu sehr abgelenkt, um zu hören, was sie eigentlich gesagt hat. Da haben Sie es. Sie hat an jenem Abend nichts gesehen. Nun können wir nur beten, dass die Verteidigung ein Einsehen hat und die Niederlage zugibt. Und davon absieht, sie länger als nötig hier festzuhalten. Wow, jetzt stehst du noch mieser da, Apollo. Weiter so. Nun gut, Herr Justice, machen Sie es kurz und schmerzlos. Lemmy Ryer wollte am Abend des Mordes nicht mit mir sprechen. Sie muss etwas wissen und ich muss herausfinden, was es ist. Kreuzverhör. Was ich sah. Nun, was hat sie denn nur gesehen? Das ist eine sehr gute Frage und hoffentlich können wir das beim nächsten Mal in Erfahrung bringen, wenn wir die Aussage ein wenig auseinandernehmen. Für den Moment soll es aber erstmal wieder gewesen sein und ich sage tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.